Ihr habt gerade das Video zu Nash-Gleichgewicht angeklickt? Habt ihr eine Meise? What the fuck? Seid ihr euch da auch ganz sicher? Denn am Ende des Videos werdet ihr über Wissen verfügen, das euch bei jedem Spiel zum sicheren Sieger machen wird. Die Macht wird mit euch sein. Was sind eigentlich strategische Interaktionen? Wenn du dich beim Mensch ärgere dich nicht dazu entscheidest, die Figur deines Gegenspielers vom Feld zu kicken, weil du die richtige Augenzahl gewürfelt hast. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Kommen wir wieder zurück zu unserer Lieblingsfirma, der Simple Company AG. Das Unternehmen überlegt sich gerade, zu welchem Preis sie das neueste Produkt, die Simple App, verkaufen will. Zur gleichen Zeit will auch die Difficult Company AG ihre neue App auf den Markt bringen, die von den Funktionen her der Simple App sehr ähnlich sind. Zu Beginn klären wir erst einmal die wichtigen Schlüsselbegriffe der Spieltheorie. Spieler stellen in unserer Situation die Simple Company AG und die Difficult Company AG dar. Die Strategie, die die einzelnen Spieler wählen können, werden durch die Wahl des Preises repräsentiert. In diesem Fall also, ob ein hoher oder ein niedriger Preis gewählt wird. Wenn beide Spieler eine Strategie gewählt haben, erhalten wir den Spielausgang. Aha. Entsprechend dem Spielausgang bekommen die Spieler einen Gewinn zugeordnet. Abhängig von der Wahl der eigenen Strategie sowie die des anderen Spielers erhält die Firma einen Gewinn. Elementarer Bestandteil bei diesem Preisspiel ist die Normalform. Diese Matrix ist so aufgeteilt, dass jede Firma immer zwischen zwei Strategien entscheiden kann. Hier also hoher und niedriger Preis. In der Matrix selbst sind die jeweiligen Gewinne abhängig von der Wahl der Strategie dargestellt. Die der Simple Company AG in weiß, die der Difficult Company AG in rot. Wählen beide beispielsweise einen hohen Preis, macht die Simple Company AG 60 Euro Gewinn, die Difficult Company AG 30 Euro. Oder wählt die Simple Company AG einen niedrigen Preis und die Difficult Company AG einen hohen, dann kommen eben die Gewinne 80 und 40 Euro raus. Geiler Scheiß bis dahin. Und wie sieht jetzt das Ergebnis dieses Preisspiels aus? Die Simple Company AG gewinnt, weil sie immer höhere Gewinne besitzt. Nee, so kann man die Sache natürlich nicht betrachten. Aber hier kommen wir in einen weiteren elementaren Begriff in der Spieltheorie, nämlich dominante Strategie. Wenn es für einen Spieler immer vorteilhaft ist, dieselbe Strategie zu wählen, unabhängig davon, welche Strategie die anderen Spieler wählen, dann spricht man von einer dominanten Strategie. In unserem Fall ist es für die Simple Company AG immer besser, einen niedrigen Preis zu wählen, da 110 größer wie 90 und 80 größer als 60 ist. Gleiches gilt auch für die Difficult Company AG für den niedrigen Preis. Hier ist 70 größer als 30 und der Gewinn von 85 größer wie 40. Wir erhalten ein Gleichgewicht in dominanten Strategien, kurz DSGG, da jeder Spieler eine dominante Strategie besitzt. Drückt einfach kurz Pause und macht's euch klar, wenn's zu schnell ging. So, jetzt gibt es leider auch Situationen, in denen ein Spieler beispielsweise keine dominante Strategie besitzt. Nun besitzt die Simple Company AG keine dominante Strategie mehr. Warum? Wählt die Difficult Company AG einen hohen Preis, entscheidet sich die Simple Company AG für einen niedrigen Preis. Dann hat sie nämlich einen Gewinn von 80. Bei einem niedrigen Preis der Difficult Company AG wählt die Simple Company AG einen hohen Preis. Dann ist der Gewinn nämlich 110. Wenn die Difficult Company AG einen hohen Preis wählt, wählt die Simple Company AG einen niedrigen. Und wenn die Difficult Company AG einen niedrigen Preis wählt, wählt die Simple Company AG halt einen hohen. Und hier kommt auch schon eine weitere wichtige Definition, und zwar die für die beste Reaktion. Eine Strategie ist eine beste Reaktion, wenn sie die Auszahlung eines Spielers gegeben die von den anderen Spielern gewählten Strategien maximiert. Puh, schon wieder so eine komplizierte Scheiße. Aber damit können wir nun sagen, was ein Nash-Gleichgewicht ist. Wenn alle Spieler die gegenseitig beste Reaktion spielen, dann liegt ein Nash-Gleichgewicht vor. Übersetzen wir das Flachgesimpel mal für normale Menschen, bedeutet dies, in einem Nash-Gleichgewicht, kurz NGG, kann kein Spieler seinen Gewinn durch eine einseitige Abweichung erhöhen. Auch nicht viel besser. Also betrachten wir mal unser Beispiel. Wählt beispielsweise die Difficult Company AG einen niedrigen Preis, so wählt die Simple Company AG auch einen hohen Preis, da 110 größer als 90 ist. Die Difficult Company AG könnte nun aber, nachdem sich die Simple Company AG für einen hohen Preis entschieden hat, für einen hohen Preis entscheiden,
tut dies aber nicht, da 70 größer ist wie 30. Wir erhalten also ein NGG, wenn die Simple Company AG einen hohen Preis und die Difficult Company AG einen niedrigen Preis spielt. Was passiert aber, wenn sich die Difficult Company AG anfangs für einen hohen Preis entschieden hat? Dann wählt die Simple Company AG einen niedrigen Preis, da 80 größer als 60 ist. Nun kann sich das die Difficult Company AG denken und überlegen, ob sie einen niedrigen Preis wählen will. Da 85 größer ist wie 40, tut sie dies auch und weicht damit von der Anfangswahl ab. Wir erhalten also kein NGG für einen niedrigen Preis beider Unternehmen, da sich die Difficult Company AG durch Abweichung besser stellen kann. Ihr seht also, dass es auch theoretisch möglich gewesen wäre, dass mehrere NGG auftreten. Schauen wir uns doch mal die folgende leicht abgeänderte Matrix an. Wieder geht es um die Simple Company AG, die zeitgleich mit der Difficult Company AG eine App auf den Markt bringen will. So, jetzt seid ihr aber dran. Was meint ihr, liegt hier ein Nash-Gleichgewicht vor? Welche Preise werden die Unternehmen wählen? Klickt jetzt Pause und schreibt einfach mal euer Ergebnis in die Comments. In dem Video hier geht's jetzt um verschiedene Typen von Auktionen. Einfach klicken. In dem Sinne, folgt uns auch auf Facebook und Instagram, liked und abonniert und erzählt eurer Oma von unserem Kanal. Bis dann, haut rein und ciao.